Blitzlicht. Oha, Kulturbanause. Er ist auf Tommy Morgenstern-Niveau. Das geht YouTube. Wir gucken uns jetzt an, Nickelodeon und Co. Sag mir, welche Kindheitsfigur ich spreche. Meine Eltern haben mich mit dem Fernseher erzogen. Boah, ich durfte früher auch viel Fernsehen gucken. Teletubbies. Alva guckt Teletubbies, ne? Junge. Und mittlerweile Chaos, Digga. Papa Auto, Papa Auto. Ey, Walla, da gewinne ich. Das kann ich. Hot Take, er wird richtig reinscheißen. Warum fehlt dort eine Person? Mal gucken, warum. Okay. Hey, Augen zu mir. Wisst ihr, das war so. Ich habe als unterschätztes Helferlein angefangen, wobei ich versucht habe, die bescheuerten Pläne anderer erfolgreich umzusetzen. Keine Ahnung. Und es hat funktioniert. Daher gehört die Welt jetzt mir. Und ihr dürft nur darauf leben. Zurück an die Arbeit. Kein Plan. Ich kenne doch sie. Keine Ahnung. Dann sag. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich errate sie alle. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich die Stimme sehr gut kenne. Also die Stimme ist so bekannt, dass ich sie schon 100 Mal gehört habe. Ich dachte kurz Shigo. Warum dachtest du das? Also es hat sich angehört wie eine Antagonistin so und Shigo ist auch so ein Bösewicht. Mhm. Dieses Zurück an die Arbeit, das hat irgendwie was ausgelöst so. Oh, ja. Gar keine Ahnung. Wisst ihr was, Chat? Ihr seid in seine Maschine geraten und ihr seid vertauscht worden? Oh, das ist ja einfach unbezahlbar. Los, sag du auch mal was. Na komm schon. Das kommt mir bekannt vor, wenn das von alles... Ich habe keine Ahnung von Kim Possible, ich habe das nicht geguckt. Also diese Figur hat schwarze Haare. Ist es die von 101 Dalmatiner, Digga? Kim Possible hier. Shigo. Das ist Shigo? Es ist Shigo. Shigo! Ist das Shigo? Schneidet's einfach so, als ob ich sofort Shigo sage. Fast. Also, ich weiß warum. Ich möchte eine echte Fee werden. Wings Club. Irgendwas mit Wings Club habe ich nie geguckt. Wahnsinnig mächtig und von allen bewundert. Natürlich will ich auch haufenweise Gutes tun. Ich will zum Beispiel Menschen glücklich machen und zerstrittene Liebende wieder zusammenbringen. Allen voran meine Eltern. Okay, das ist ein Tipp. Meine Eltern sind getrennt, okay. Eine Fee? Will sie eine Fee werden? Oder ist sie vielleicht schon eine Fee? Oder sie, und sie will die Stärkste werden? Die Fee der Sonne und also des Mondes. Olli, Digga. Oh mein Gott, irgendwo kommt gerade ein Luftzug hier rein. Bei 45 Grad hier oben auf dem Dachboden. Ich oder Schweißfleck des Grauens wahrscheinlich, ne? 100%. Da habe ich keine Fragen. Ein wandelndes Klischee. Ich wollte nichts sagen, Bruder. Ich wollte nichts sagen. Ich sag ja, ich habe ja überhaupt nichts zu melden hier an dieser YouTube-Welt, ne? Aber ich würde so gerne da mal sein. Und dann ist da, keine Ahnung, Tommy Morgenstern oder so, Bruder. Da gibt's so eine Rothaarige. Ich könnte jetzt ihren Namen nicht sagen, aber... Wie heißen die? Blue? Blum, Stella. Stella habe ich geliebt, ja. Stella. Bei mir. Ich habe das tatsächlich nie geguckt, aber das Lied ist geil. Heller als Licht, leuchtet dein Feuer. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ein typischer Samstagnachmittag. Das ist typisch Andy. Ihr seid im Einkaufszentrum und plötzlich kriecht ein Typ in Unterhosen auf euch zu. Typisch und Andy, nach der Toilette. Typisch ganz Andy. Ganz schön schräg. Stellt euch mal vor, ihr wärt dieser Typ. Mal ganz ehrlich, Leute, ich hatte ganz bestimmt nicht vor, literweise Taubensaft zu trinken, meine Hose zu verlieren und kriechend nach einer Toilette zu suchen. Das ist die Folge. Am Anfang ist es ja nach dem Streich, wie alles eskaliert. Und da erzählt er gerade, was gerade passiert ist. Aber ich will ja nicht vorgreifen. Typisch Andy, Punkt. Typisch Andy. Ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man meint, der Scheiße nennt. Es fängt ganz langsam an, aber dann geht er in der ganzen Stadt. Typisch Andy. Boah, da ist gerade so viel Kindheit in mir hochgekommen. Tschüss. Ich weiß noch, mein erstes PC-Spiel, Bruder, wir hatten im Wohnzimmer ein PC-Spiel. Das war voll krass, da war so eine Windows-Blume drauf mit blauem Licht. Mein Vater war, ich durfte da nie ran. Bei Togo haben sie immer Werbung gemacht für diese Spiele, die man auf den Online-Seiten machen konnte. Und da habe ich dieses typisch Andy-Spiel gespielt, wo man irgendwie, ich glaube, Wasserbomben auf Leute werfen musste. Wusstest du, dass die deutsche Originalshow von Wings Opening auch One Piece kommt? Ja, das weiß ich, das habe ich mitgekriegt. Ich fühle mich gerade wieder wie 6 oder so. Oh nein, die guten Zeiten kommen gerade wieder zurück. Typisch Andy, Bruder, genau, das hatte ich auch gerade. Ich dachte mir gerade so. Oh, das war so cool. Papa, darf ich am PC? Nein, bitte, da gibt's diese Spiele. Wir machen Virus auf meinem PC. Und bitte. Oh, herrlich, Digga. Und dann habe ich von McDonald's, oh, jetzt kickt aber ganz doll die Nostalgie, von McDonald's damals, ja, da, wo McDonald's noch coole Sachen hatte, da war das Spiel von Atlantis dabei auf dem PC, Mann, das habe ich auch gespielt. Mir ist bewusst geworden, dass wir eine ganze Menge von unseren Ahnen lernen sollten. Trotzdem müssen wir unseren eigenen Weg gehen. Digga, ich kenne die Stimme. Das hört sich ein bisschen an wie Katniss hier, wie heißt sie nochmal, von Tributo von Pane. Und genau aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Tore offen zu lassen.
Also ich dachte jetzt irgendwie bei den Tore offen lassen an Anna von Frozen, aber es kann ja nicht sein. Wir sind ja hier nicht bei Disney, ne? Bei Disney, nein, ich weiß wieder. Das ist irgendjemand von Avatar. Wen spricht denn woanders? Hast du schon mal American Horror Story gesprochen? Darf ich das sagen? Natürlich hast du. Ich dachte, er ist von Avatar Katara. Ist das Korra? Das ist Korra! Korra? Das ist Korra! Habe ich nicht geguckt. Was soll das denn sein? Geisterwelt? Sie feiert richtig, das ist cool. Mona, der Vampir? Nee. Korra ist cool. Alles voll, oha, Kulturbanause, Bruder. Ich war gefühlt 20, als Avatar fertig war, Digga, als Legende von Korra rausgekommen ist. 2012. Vorher war ich schon 18. Bruder, da habe ich One Piece und Naruto geguckt. One Piece mit 28 angefangen. Ich mit 6 oder so. Ja, 7. 7 kam das, glaube ich, auf RTL 2. Da habe ich One Piece angefangen. Und ich guck's immer noch, Bruder. Das ist einfach 23 Jahre her. Das ist der Wirkstoff, der dazu führt, dass junge Mädchen mögen. Wenn ein Junge das Zeug einatmet, verliebt er sich in das... Boah, das kenne ich. Powerpuff Girls? Ich sag euch, was einleuchtend ist. Sie sind ein alter Bootjockey mit einem verwässerten Gehirn und ich sag ihnen noch was. Diese Reise ist vorbei. Es sei denn, mir kann in den nächsten 10 Sekunden jemand erklären, wie dieses riesige Reptilienmonster in einem künstlichen Süßwasser-Ökosystem existieren kann. Ich guck gerade MASH. MASH oder wie das... Ja, Gorus! Lass doch mal! Der beste Kerl, der federt den Aufprall einfach mit den Knien ab, als wäre das ein Soft-Touch-Volleyball. Na gut, gefällt dir dann das? Jetzt jongliert er echt noch damit. Ein echt beeindruckendes Dribbling. Also, das ist so ein lustiger Anime. Dieses Growl in der Stimme, das ist crazy. Das ist Tina Turner. Left a good job in a city. Jetzt kommt die Stimme hat jetzt Klick gemacht, aber I don't know. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Jimmy Neutron? Boah, könnte sein, ne? Jimmy Neutron. Ha. Wir haben euch eiskalt in den Boden gestampft. Diese schlimme Schmach werdet ihr bis ans Ende eurer Tage nicht mehr vergessen. Das hat echt Spaß gemacht. Ist das die Schwester? Scrubs ist auch so eine krasse Serie. Ich habe so geheult, als er in diesem Zimmer steht und diese Bilder da, als die Serie eigentlich zu Ende war. Bruder, das hat man als Kind gar nicht mitgeschnallt. Das ist Toff, ja. Also die Stimme kenne ich 100%, die ist auch drin, aber... Ich glaube, das ist die böse Schwester von Zuko. Azula! Oh mein Gott, das ist Azula! Azula? Schwein gleich, das ist Azula, ist das, das ist Azula. Streng doch mal dein Hirn an! Keine Ahnung. Wollt ihr noch eine zweite Line dazu hören? Bitte. Gut, meinetwegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Da werde ich gnädig sein. Das ist so geil, ne? Ich finde, wenn man die so sieht, denkt man nicht, dass sie diese Stimme hat. Du bist verbannt. Verlasse diesen Palast auf der Stelle. Was glotzt ihr mich so an? Ich habe 2 Füße, die noch gewaschen werden müssen. Und wascht auch gründlich zwischen den Zehen. Original, so würde ich da stehen bei Tommy Morgenstern, Digga. Ich will mir den ersten Tag als Feuerlord nicht durch schlechte Fußhygiene verderben lassen. Safe, Azula. Und das hat sie zu ihren Omas oder so gesagt, die gerade ihre Füße so... Ich will direkt die Füße waschen. Bitte nicht. Sorry, ich weiß. Das ist die Folge Zosins Komet, ich glaube Teil 1. Mhm. Da, wo die im Palast sind und sie gerade an... Ihr erlebt das aber komplett, Digga. Kommt einfach den Folgennamen sagen. Wie oft hast du Avatar geguckt? Einmal zu oft. Also ich gucke das mindestens 3-4 Mal im Jahr. Nein. Nee. Also ständig. Gut. In die Richtung rum. Da in die Richtung, genau. Ja, okay, SpongeBob. Ja, okay, den durfte man, den kennt man auch. Für Freunde, die was unternehmen, steht für uns, dich und mich. Entsteht für endlich, haben wir nur Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Wie cool. Hi. Geiler Typ. Hallo SpongeBob. Ich will dich umarmen. Hallo. Er ist so im siebten Himmel, der Typ. Danke. Ich feiere das. Danke. Er ist auf Tommy Morgenstern Niveau. Auf gar keinen Fall. It became personal with me. Auf gar keinen Fall. SpongeBob, Kindheit, alles. Niemand kommt an Son Goku ran. I took offense to that. Niemand. Ein Kunde hat eine mittlere Cola bestellt. Niemals, Kind. Niemals kommt er an Son Goku ran. Niemals. Ich hab den guten Namen der großen Krabbe beschmutzt.
Seife, was seinen Seife. Einfluss angeht. Niemals. Du hast trotzdem Unrecht. Ich schwör's dir, egal mit welchen Menschen du redest, ob das sogar mein Bruder, und der ist noch 9 Jahre älter als ich. Frag mal alle Menschen, die beide Sachen geguckt haben, wer mehr beeinflusst hat in der Kindheit. Son Goku oder SpongeBob. Es gibt, glaube ich, wenig Charaktere, außer Rocky, die mich mehr beeinflusst haben als Son Goku. Ich mach heute Party. Machst du heute The Party? Party? Ich mach heute Party. Machst du heute Party, Momo? SpongeBob said my name, ja. Sitze ich auch ein bisschen angeheizt, wie SpongeBob. Seid ihr gerade aufnahmefähig? Ich bin gerade aufgelöst. Mein Name ist Katrin Fröhlich und ich bin Shigo. Wen spricht die noch? Chili. Sprichst du noch so irgendeine Lehrerin oder so? Ja, ich habe mal eine Lehrerin gesprochen, also Cameron Diaz. Ich wollte gerade sagen, Bad Teacher, ja. Ich habe es gerade rausgehört. Anscheinend im November kommt ihr neuer Film aus. Sprichst du für mich? Ich wurde noch nicht gefragt, man weiß ja nie. Nein, doch, wahrscheinlich. Ich gehe schon davon aus, sonst wandere ich aus. Ja, normal. Wen sprichst du noch? Oleg, er hat mich betrogen. Ich bin so sauer. Das ist von Ich einfach unverbesserlich, die Bösewichtin aus dem dritten Film. Ah, oh, jetzt geht es mir besser. Ehrlich, okay, gut. Sniffler's Mom. Zum Beispiel in den unglaublichen Elastigirl. Ah, stimmt. Genau. Sie ist auch die Stimme von Corby. Ah, Corby. Blonden. Den habe ich ja so gesprochen. Nein, sie ist Corby! Bruder, Corby hat so eine geile Charakterentwicklung gemacht. Cool. Die ist voll süß. Macht irgendwie. Die Animation mehr Spaß oder? Das kann ich nicht sagen, weil es, mir geht es immer um die Rollen. Es ist ein Radiergummi oder ein Faxgerät. Dann letztendlich sind es auch nur Menschen. Wie hat mein Bruder so schön gesagt, man muss sich so eine Rolle anziehen wie ein Mantel und da reinschlüpfen und. Dzień dobry. Dzień dobry. Ich bin Vicky Kaleitz. Cool, nein. Sie und ich bin die Blonde. Aber wie heißt die Blonde? Ja, das ist es. Die Stella, genau. Stella. Klar hieß sie Stella. Leuchtet dein Vater. Es war auch tatsächlich meine erste Rolle, also die ich überhaupt... Olli, wo bist du? Ich freue mich auch sehr. Ihr seid so bezaubernd. Ich habe mich gerade so amüsiert und hatte echt Gänsehaut, wie ihr reagiert auf die Sprecher, auf die Rollen. Ganz toll, ganz schön. Ja, ihr habt unsere Kindheit geprägt, ihr alle, mit euren Stimmen allein. Das ist schon... Das ist einem ja eigentlich meistens nicht so bewusst. Ja, ist krass, ne? Ich finde das cool, dass es dieses Format gibt, weil die Synchronsprecher einfach so böse geehrt werden jetzt. Ich finde, das haben die auch alle verdient. Man kennt ja nur die Stimmen, aber nie die Gesichter. Außer jetzt SpongeBob, den kennt man. So Tommy Morgenstern. Hallo, bin Marcel Collet und tatsächlich Andy. Typisch Andy. Hi, Andy. Sweet and Pizza. Das war ein Riesenerfolg, oder? Ja, also nicht, dass ich das damals bemerkt hätte. Tatsächlich erst so in den letzten Jahren immer mehr Zuspruch dazu bekommen. Ah, weil die Millennials die Kindheit vermissen. Ich hatte es auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also bis dann tatsächlich jetzt auch die Anfrage von den Datteltätern kam. Ja. Dass du Andy gesprochen hast? Ja, na, dass das für irgendjemanden interessant sein könnte. Ey, natürlich! Ich könnte den ganzen Infosong jetzt, hey, ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der den König der Streiche nennt. Das fing ganz harmlos an, aber dann... War für mich kein geiler Rap. Und dann musste ich das aber so machen und ich fand es irgendwie nicht cool. Oh Mann, es war so cool. Ich fand das auch so cool. Ja, ja. Hab nie was Vernünftiges gelernt, bin immer dabei geblieben. Du hast versucht, mich für dumm zu verkaufen. Ich dreh keine krummen Dinger mehr. Nicht mal für dich. Für niemanden. Komm morgen früh zu mir ins Büro und zwing mich ja nicht, dich zu holen. Und noch etwas, Baby. Das Hühnchen war zu trocken. Fillmore! Disneys Fillmore, Digga. Das Hühnchen war zu trocken. Ich kenn das. Bruder, ich guck das mit Alva abends manchmal. Wenn er nicht schlafen kann. Das ist die Szene, wo er seine Partnerin, da ist einer aus der kanadischen Botschaft, der Sohn, der hat nämlich Immunität und danach sind die essen, er und das Mädchen hat die Scheiße gebaut, also sie war die Täterin und da sagt er am Ende zu ihr, das Hähnchen war trocken und geht weg. Das ist die Szene, wo die Garage von Zaubern allein zu. Und noch etwas, Baby. Das Hühnchen war zu trocken. Total staubtrocken. Den konnte ich mich kaum erinnern, bis die damit kamen. Bro, das Ding ist, Disneys Fillmore war so eine krasse, gute Serie, ne? Also das hatte eine Handlung, das sind voll die Straftaten gewesen, die sie da in der Schule begangen haben. Und ganz wichtig, gefühlt der erste schwarze Hauptcharakter überhaupt in der
bei Disney. Und das war 2000 irgendwas. Das war so gut, aber es gibt nur 24 Folgen. Das regt mich übel auf. Das sollten sie unbedingt nochmal neu machen. 48369, der Mann aus Albuquerque. Was geht, Biert? Sprich nach dem Ton. Breaking Bad. Ich bin der König hier und Könige sind wichtiger als Prinzen. King Bob. King Bob, boah, Digga, der hat voll cool Charaktere gesprochen. Ey Mann, wo ist mein Auto? Nein, Ashton Kutcher, ja. Ja, und den Typen habe ich dann auch ein bisschen öfter gesprochen. Aber nicht Ashton, also Ashton Kutcher? Doch. Ach ja, krass. Hey, du hattest ja viele coole Rollen da. Und das war alles Andy? Krass. Sag sowas nicht. Ich bin Luisa Wiczorek und ich habe in dem Fall Avatar Korra gesprochen. Ihr habt eine voll beruhigende Stimme, finde ich. Sie ist der Avatar, Korra. Da waren wir uns sicher. Also du warst dir sehr sicher. Wirklich, es kann niemand anderes sein. Einfach Korra steht vor uns. Hallo. Sei ehrlich, warst du manchmal frustriert? Sie ist auch übel hyperaktiv, aber witzig. Nee, ich fand das total schön, weil sie so, also sie wächst ja extrem in diese Rolle rein und diese Kämpfe, also ich kann es im, also so nachvollziehen. Sie ist sehr menschlich geschrieben worden, also so richtig so mit allen Ecken und Kanten. Dimension. Dimension hat sie gerade gesagt. Modern Family. Hayley. Nein. Okay, das ist cool. Mom. Mom, müssen wir das wirklich machen? Du fragst mich, ob ich getrunken habe. Ich sag nicht. Krass, Digga, wie die mit ihrer Stimme umgehen kann. Und wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Mama, geh noch in die Wildnis. Mutter Erde wird uns nähren. Wir brauchen sein Essen nicht. Also ich weiß nicht, ob sie älter ist, aber die sieht übel jung aus. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwie kenne. Ich hier um Nilo. Neue Favorite-Stimme. Ja, oder? Die hat eine unnormal geile Stimme, Mann. Natürlich. Attack on Titan. Wow. Habe ich auf Japanisch geguckt. Aber ein Schwein. Willst du mich heiraten? 12? It's Gravity Falls. Gravity Falls. Mabel. Da habt ihr cool. Buttercup gesagt von Powerpuff Girls. Ich bin Ilona Otto und meine Zitate waren aber nicht von Buttercup. Aber du bist Buttercup. Ja. Okay, cool. Denk nach. Jimmy. Gedankenblitz. Ja, Jimmy Neutron. Nein! Ich wäre jetzt arg und die Meinung vertrete ich mit meinem Leben. Zack, ich hab's nicht geguckt. Also ich werde es glaube ich noch nicht gucken. Was? Witzig. Natürlich hast du das. War Jimmy Neutron. Oh mein Gott. Er beleidigt sich erst noch selbst sympathisch. Wie alt warst du da? Na, wir haben angefangen vor 22 Jahren. Und jetzt sagt sie ihr richtiges Alter? Also war ich so ungefähr Anfang 20. Boah, die sieht viel jünger aus. Wie alt bist du? Das fragt man nicht. Mitte 40? Nein! Ich habe zum Beispiel bei Digimon TK gesprochen. Oh, das hätte man hören können. Ja, das war immer ganz geil, weil ich dann in der U-Bahn saß und die Kiddies alle mit den Figuren gespielt haben. Und ich dachte immer so, ich bin das, aber ihr wisst es nicht. Wirst du mich jemals um ein Date bitten? Du flirtest mit mir, du tust so, als würdest du mich mögen. So, Vanessa, jetzt sind wir aber alle gespannt. Du hast es geguckt und sehr oft. Hab ich? Ja. Mom, bringst du mir von Luke einen Kaffee mit? Das ist auch die Blonde von Two Blue Girls. Gilmore Girls. Okay, bin ich komplett raus. Du sprichst Barbie? Ja. Also in den Zeichentrick-Animationsfilmen und Serien. Hm? Hallo, ich bin's, Barbie. Krass. Wollt ihr mit mir spielen? Diese Stimme war auch auf der Barbie-Webpage, wo es diese Spiele gab. Und wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann müsst ihr auf der Fernbedienung diese Taste drücken. Und am besten fragt ihr vorher noch einen Erwachsenen um Hilfe. Wir sind hier umgeben von Helden. Aber ihr kennt auch einfach so krass viel. Ich denke die ganze Zeit so, ich habe wahrscheinlich nie Fernsehen geguckt, weil ihr kennt irgendwie alles. Wir waren auch mal draußen. Ja, Attack on Titan habe ich angefangen und durch die ersten 15 Folgen gesehen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Boah, Attack on Titan ist schon so in den Top 3 der besten Animes, die jemals gibt. Hallo, ich bin Yvonne Greizke und ich bin die Stimme von Prinzessin Azula. Hallo Yvonne. Hallo. Krass. Denkt man auch so gar nicht, ne?
Ist das die Schwester? Nee. Die Schwester ist die Schwester. Also es ist, habt ihr bei Avatar geguckt, ja? Ja. 7, vielleicht 17, vielleicht 27 Mal. Ich weiß nicht. Ich habe so oft geguckt. Das ist übrigens ein sehr guter Freund von Momo, der vorhin da war. Makes sense. Wir sind unabhängig voneinander Fans. Ja, ist okay. Danke, du hast diese Psycho, diese Klatsche, die sie bekommen hat, am Ende so gut mit der Stimme. Also, wirklich stark, danke. Wirklich danke, danke. Schön, freut mich, ja. Danke. Stimmt, sie kriegt voll den Film, ne? Aus, aber gut verändert. Und dieser Palast ist atemberaubend schön. Ja, okay. Ja, oh cool. Oh, das ist ja krass. Hättest du gedacht, dass es so ein Erfolg wird? Nein. Hätte ich auch nicht gedacht. Als Königin ist auch gut eskaliert. Das ist wirklich der Film der Generation. Das ist, sie hat ja, das hat das König der Löwen der neuen Generation. Ja. Aber da wart ihr doch, wie alt wart ihr denn da? Ja, ich war da schon aus der Schule, glaube ich, ja, raus. Ja, deswegen. Aber ich habe es trotzdem geguckt. Trotzdem habe ich es geguckt. Ja. Ich kam halt ins Studio für die Sprachaufnahmen, da war der Gesang schon aufgenommen. Und sie haben mich gar nicht in Betracht gezogen. Und jeder, den ich halt treffe, fragt mich, warum hast du nicht gesungen? Warum hast du nicht gesungen? Ich war so, ja, voll schade. Ich hätte es voll gerne gesungen. Um ehrlich zu sein, ich fand die Gesangsstellen auch scheiße. Ja. Deswegen. Ja. Hat hier jemand Blumen gesagt? We don't talk about Bruno. Yes. Encanto habe ich geguckt, aber boah, das habe ich ja einmal geguckt. Ja, haben wir. Ich freue mich einfach so, wenn, oder wir alle freuen uns, glaube ich, wenn wir irgendwie hören, dass Sachen so, dass Menschen oder auch, dass ihr dafür so eine Leidenschaft habt, das ist total schön. Ja, und dass ihr einfach unsere Stimmen kennt, das ist, berührt mich auch voll. Ich finde es voll schön. Ja. Danke. Kannst du schon mal haben? Ja, bitte. Oh. Schlimm. Dankeschön. Ja, okay. Hammer. Hallo, ich stelle mich mal vor, Santiago Ziesmer, Schauspieler, Synchronsprecher und unter anderem die deutsche Synchronstimme von dem kleinen Gelben unter Wasser. Ja, der Spongebob war auch so wild einfach, Schwamm. Das hat früher auch jeder geguckt. Du bist ja so ein bisschen Michael Jackson, der Synchronsprecher. Muss ich jetzt tanzen? Ja. Oh, oh. Ist schon so krass, dass man auch weiß, wie du aussiehst und wer du bist. Also du bist einfach SpongeBob in Person. Hast du davon die Schnauze voll manchmal oder ist es dir so? Nein, ich finde es wunderbar, weil lange genug war ja unsere Arbeit das sogenannte Dunkelgewerbe. Man kannte die Stimmen, aber die Gesichter dazu nicht. Das ist ja das, was ich meine. Das hat sich jetzt dank Social Media auch geändert. Als ich bei dem Probecasting war und dann nach Hause kam und gefragt wurde, was hast du gesprochen, habe ich gedacht, ich glaube, ich habe einen Käse gesprochen. Mit einer Menge Fantasie kann ich alles sagen, was ich will. Seife, Seife. Was ist, was Seife? Ist Seife? Seife, Seife. Was ist Seife? Algengrütze. Algengrütze. Das Gary, komm heim, sollte er singen. Und welche Rollen sprichst du noch so? Ich werde dir mal beibringen, wie man geht, schleicht und redet und denkt wie ein Mann. Also, wir fangen mal mit dem Gang an. Er spricht den Typen von Aerosmith, wollte ich gerade sagen, Armageddon. Der ist auch so ein bisschen bekloppt. Der hat auch so Glubschi-Augen. Der macht bei so vielen Filmen mit. Ich glaube, er spricht den Typen. Hallo, Laura. Hallihallo, ihr Winslows. Steve Urkel. Steve Urkel. Wild. Alle unter einem Dach. Auch Stevie. Cool. Oh mein Gott. Was? In den Shrek-Filmen, den kleinen Pfefferkuchenmann. Natürlich. Nein. Klar. Oder das kleine Ferkel aus Winnie Pooh. Er spricht Ferkel, Junge. Puh-Bär, der Wald ist so dunkel und dann kommt die Heferlung. Du liebe Güte. Niemand kann stärker sein als ich, du Wurm. Niemand. Was, Vegeta, oder? Vegeta. Oh mein Gott. Halt die Fresse! Ist er Vegeta? Niemand kann stärker sein als ich, du Wurm! Niemand! Aber er hat ihn nur in der ersten Staffel gespielt, oder? Ja, Vegeta, aber bevor die Stimme getauscht wurde, wollte ich gerade sagen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alter, Dankeschön. Dankeschön. Doch auf Morgensternniveau. Nein. Kann ich dich noch mal umarmen? Ja, ja. Ja. Oh. Dankeschön. An euch alle, ihr seid wundervoll, ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle. Richtig geiles Video. Boah, du kannst nicht mal ein Niveau schreiben, Cadis. Mit wem diskutiere ich hier? Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.